Meine Damen und Herren, guten Tag. Mein Name ist Hans-Georg Baunach. Ich habe heute die wunderbare Gelegenheit, Ihnen über ein sehr komplexes Thema in einer sehr kurzen Zeit berichten zu dürfen. Deswegen werde ich einige unwichtige Charts überspringen. Das Thema lautet effizienter Blockheizkraftwerkbetrieb durch optimale Hydraulik und Regelungstechnik. Also für diejenigen, die nicht aus dem Heizungsbau kommen, Hydraulik hat hier zur Abwechslung nichts mit Baggern zu tun, sondern es geht um die Tatsache, dass wir Wärme ja in den Heizungsanlagen mittels Wasser transportieren und auch mittels Wasser speichern. Und es ist inzwischen ja wahrscheinlich den meisten klar, dass wir bei einem Blockheizkraftwerk beziehungsweise bei dem, was wir Kraft-Wärme-Kopplung nennen, dass es sich hierbei um einen sogenannten Koppelprozess handelt. Ein Koppelprozess ist ein Prozess, bei dem zwei Produkte gleichzeitig erzeugt werden, die man nicht einzeln erzeugen kann. Und im Falle eines Blockheizkraftwerks, wie der Name das schon sagt, handelt es sich eben um Kraft und Wärme. Kraft ist allgemein dann das, was der Generator als Strom abgibt, während die Wärme eben das ist, was möglichst nutzbar in Ihrem Heizungssystem weiter verwendet werden soll. Das heißt, Wärme und Strom werden hier gleichzeitig erzeugt und müssen auch gleichzeitig genutzt werden. Sie können also nicht hingehen und diese Wärme nicht nutzen, denn dann hätten wir ja das, was wir bei den Kraftwerken erleben, nämlich die Tatsache, dass wir, wenn wir 100% Brennstoff in ein solches Kraftwerk einleiten, nur 36% ungefähr als Strom in die Leitung führen, während wir ungefähr 64% am Kühlturm des Kraftwerks ungenutzt vergeuden. Das Potenzial einer kompletten, also volkswirtschaftlich vollständigen Kraft-Wärme-Kopplung ist riesig. Es bedeutet nämlich nicht mehr und nicht weniger, als dass wir heute in den stationären Energieanwendungen, also in allen Dingen, die nicht mit Mobilität zu tun haben, Gesamtverluste von 40% hinnehmen, wobei ein Großteil eben auf die Kühltürme der Kraftwerke entfällt, während wir bei einer vollständigen Kraft-Wärme-Kopplung nur Gesamtverluste von 10% in Kauf zu nehmen hätten. Es wäre also ein enormer ökonomischer und ökologischer Gewinn. Nun ist es natürlich so, dass die gleichzeitige Nutzung von zwei gleichzeitig erzeugten Produkten wie Strom und Wärme fast unmöglich ist. Insofern muss man mindestens eine der Energieformen, und wir haben ja gerade den Vorredner gehört, dass man auch den Strom speichern kann, aber man kann eben genauso gut die Wärme speichern, und zwar mit dem Ziel, dass man zu einer bestimmten Zeit, in der man einen Mangel, also hier das Minus ist ein Mangel, einen Überschuss an Bedarf hat, erdeckt aus einem anderen Zeitraum, der möglichst vorher natürlich da gewesen ist, in dem man einen Überschuss an Produktion hatte und diese Wärme also aus dem Vorrat holt. Es geht also um die Speicherung und vor allen Dingen hier um die effiziente Speicherung von Wärme. Wir werden es gleich noch sehen. Ein anderer Aspekt ist vielleicht heute hier schon genannt worden. Ich habe mich aber bei der Vorbereitung dieses Vortrages mal mit dieser Thematik beschäftigt. Man kann im Prinzip sagen, heute nach Änderung bestimmter Förderungskriterien oder Einspeiseregelungen ist es definitiv so, dass sich wirtschaftlich für den Blockheizkraftwerksbetreiber eigentlich nur der Eigenverbrauch rechnet. Ich habe das mal kurz durchgerechnet. Eine Kilowattstunde Strom oder Gas, das entspricht ungefähr einem Zehntel eines Kubikmeters oder dem Zehntel eines Liters Heizöl, also Gas-Kubikmeter, können Sie heute beides ca. für 75 Cent kaufen. Also der Brennstoff kostet Sie momentan 7,5 Cent, die Kilowattstunde. Kann aber natürlich wieder mal 10 Cent werden, sollte der Liter Heizöl 1 Euro kosten. Die Frage ist natürlich, was kostet das Blockheizkraftwerk selbst? Ich habe mal folgende Grundannahme gerechnet. Wenn Sie zum Beispiel ein solches Kleinblockheizkraftwerk, wie Sie hier draußen stehen, mit einer elektrischen Leistung von 5 kW sehen, und Sie legen mal einen Zeitraum von 50.000 Betriebsstunden zugrunde. Das entspricht 5,7 Jahren Vollzeitbetrieb, Volllast, ja, also mit etwa 8.800 Stunden. Und Sie rechnen für die Abschreibung der Maschine, das heißt nicht für die Investition, sondern nur für das, was an Wertverlust und an Wartungskosten auf Sie zukommt, 15.000 Euro, was wirklich nicht zu viel ist, dann kostet Sie die Kilowattstunde Blockheizkraftwerk Wartung und Abschreibung immer noch 6 Cent obendrauf.
Übrigens bei einem durchschnittlichen, bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde, ich weiß nicht, welches Auto von Ihnen so einen Bordcomputer hat, da können Sie das mal nachgucken, entspricht diese Laufleistung der Maschine einem Auto, das 3 Millionen Kilometer gefahren hat. Und ich denke, da wird jeder einsehen, dass Sie den Motor überholen müssen. Kostet Sie also die selbst erzeugte Kilowattstunde 13,5 Cent, während Sie eine Einspeisevergütung von momentan 9 Cent bekommen, aber wenn Sie den Strom selber verbrauchen, sparen Sie sich den Einkauf von Strom für 25 Cent. Also es ist offensichtlich so, dass der Betrieb der wirtschaftliche eines Blockheizkraftwerkes nicht einfacher geworden ist, seitdem die Einspeisung nicht mehr wirtschaftlich möglich ist. Und das bedeutet unterm Strich nichts anderes, als dass Sie sehr genau darauf achten müssen, wie Sie beide Energien aneinander anpassen, da wir der Meinung sind, dass sich Wärme auf jeden Fall kostengünstig, effizient speichern lässt, wenn man bestimmte Fehler nicht macht, würden wir immer empfehlen, fahren Sie Ihr Blockheizkraftwerk an dem elektrischen Bedarf und schauen Sie, dass Sie möglichst die Wärme effizient speichern. Wir wollen uns das jetzt nochmal diesem Thema genauer widmen. Wir müssen also die Frage stellen, was bedeutet eigentlich effiziente Wärmespeicherung? Das heißt, dass Sie in einem vorhandenen Puffervolumen möglichst natürlich erstmal eine große Wärmemenge unterbringen müssen. Aber das ist erst nur die halbe Wahrheit. Die zweite Wahrheit lautet, Sie müssen diese Wärmemenge auch möglichst vollständig nutzen. Es ist ja völlig logisch, dass die Wärme, die Sie in den Pufferspeicher hereinbringen, die Sie aber nicht nutzen, im Pufferspeicher drin bleibt. Denn Wärme ist eine Form von Energie, die geht nicht einfach verloren. Aber wenn sie im Pufferspeicher drin bleibt und nicht genutzt wird, ja, dann können Sie sie auch nicht mehr zur Beladung benutzen, weil sie ist ja noch drin. Das ist so ähnlich wie der Memory-Effekt eines Nickel-Cadmium-Akkus. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch an die schnurlosen Telefone der 90er Jahre, wo man zum Schluss wirklich nur noch eine Minute telefonieren konnte, bis man das Gerät wieder aufladen musste. Schauen wir uns also zunächst mal an, wie viel Wärme in einen Puffer reinpasst. Es geht also um die Frage der Wärmemenge. Die müssen wir also fragen, wann ist der Puffer eigentlich voll? Naja, voll ist er dann, wenn wir ihn mit der maximalen Vorlauftemperatur unserer Wärmequelle vollständig aufgefüllt haben. Dann ist die Wärmequelle nicht mehr in der Lage, auch nur noch ein Kilowattchen, also sozusagen ein Kilowattstündchen oder Minütchen in dem Speicher unterzubringen. Das heißt, es muss also das Ziel sein, diesen Speicher vollständig zu erhitzen. Auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, wann ist der Speicher leer? Und das ist genau das Umgekehrte. Dann nämlich, wenn wir den Speicher auf die niedrigste Rücklauftemperatur unserer Heizungsanlage abgekühlt haben. Und schon aus dieser Aussage folgt eine ganz interessante Feststellung. Sie können einen Pufferspeicher im Keller haben, dessen Wärmeinhalt ist negativ. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, Sie kommen nach 14 Tagen in das Haus Ihrer Schwiegereltern. Die haben in der Alm in Bayern ein wunderschönes Häuschen, da können Sie nur mit Holz heizen. Und wenn dieses Haus auf 8 Grad abgekühlt ist, Sie brauchen aber, um Ihre Heizungsanlage bei 8 Grad Außentemperatur das Haus innen auf 20 Grad zu beheizen, eine Rücklauftemperatur von beispielsweise 35 Grad, dann schleppen Sie erstmal so viel Holz in den Ofen, bis der Pufferspeicher von 8 auf 35 Grad gekommen ist. Vorher leistet der gar keinen Energiebeitrag. Und alles, was über 35 Grad hinaus ist, das erst ist positives Speichervolumen. Sie müssen also darauf achten, dass die Rücklauftemperaturen Ihres Systems möglichst niedrig sind und die Vorlauftemperaturen Ihres Systems möglichst hoch. Und jetzt kommen wir zu einer handlichen Formel, die ist nicht hundertprozentig wissenschaftlich exakt, die ist vereinfacht, aber die können Sie sich wirklich merken, und zwar lautet die wie folgt. Eine Kilowattstunde Wärmemenge bringe ich in einem Pufferspeicher unter von einem Kubikmeter, wenn ich diesen gesamten Inhalt um 1 Kelvin erhöhe. In Wahrheit bringen Sie ein bisschen mehr unter, aber es gibt so viele Verluste, dass es als Faustformel sehr gut rechenbar ist. Und wenn Sie das jetzt, was hier oben steht, auf ein bestimmtes Puffervolumen reduzieren, dann erkennen Sie, je mehr Delta T Sie haben, desto mehr Wärme bringen Sie in genau diesem Puffer unter. Sie müssen also darauf achten, dass die Vorlauftemperatur Ihres Erzeugers möglichst hoch und die Rücklauftemperatur möglichst niedrig ist. Nun können Sie die Vorlauftemperatur eines Blockheizkraftwerkes in der Regel nicht beeinflussen. Sehr wohl können Sie aber die Rücklauftemperatur Ihres Systems beeinflussen. Das heißt, Sie müssen sehr peinlich darauf achten, dass Sie die Rücklauftemperaturen so niedrig wie möglich halten. Sie sehen das, bei 60 Grad haben Sie 20 Kelvin, teilen Sie 120 Kilowattstunden durch 20, kommen Sie auf 6 Kubikmeter. Das sind 6000 Liter.
Wofür? Nun, für so ein BHKW, wie es da draußen steht, das produziert bei 5 kW elektrischer Leistung, 15 kW thermische Leistung. Und wenn Sie das nur 8 Stunden lang in den Pufferspeicher einspeisen wollen, haben Sie die Wärmemenge von 120 Kilowattstunden. Das entspricht übrigens dem Inhalt von 12 Litern Heizöl oder 12 Kubikmetern Gas. Also, die Rücklauftemperatur abgesenkt auf 30 Grad bedeutet, aus den 6.000 Litern, die völlig absurd sind, werden 2.400 Liter, die sind immer noch ambitioniert. Aber wenn Sie da nicht hinkommen, erreichen Sie das Ziel nicht. Ja, je niedriger die Rücklauftemperatur, desto kleiner der Speicher, ist die logische Aussage. Und jetzt kommt die zweite Frage. Das war die Frage, wie viel Wärmemenge kann ich im Puffer unterbringen? Die zweite Frage ist in der Tat die, welchen Nutzen hat eigentlich die in dem Pufferspeicher gespeicherte Wärme für mich? Ja, ich möchte Sie, weil der Begriff Nutzen nicht so einfach physikalisch-technisch zu definieren ist, möchte ich Sie mal animieren, mit mir ein Gedankenexperiment zu machen. Sie haben also eine Party organisiert, beispielsweise für Ihre Tochter, und haben für die Tochter also 4 Getränkekästen Getränke eingekauft und aus unerfindlichen Gründen ist nur die Hälfte getrunken worden. Und diese Hälfte der Getränke verteilt sich jetzt wie folgt auf die Flaschen. Welchen Nutzen hat das für Sie? Ja, der Nutzen ist logischerweise relativ niedrig und genau das Gleiche haben Sie, wenn Sie die Wärme in dem Pufferspeicher gleichmäßig über den gesamten Inhalt verteilen. Mag ja sein, dass Ihre Anlage eine Quelltemperatur von 90 Grad hat und eine Rücklauftemperatur von 30 Grad. Mit anderen Worten, der Puffer ist, wenn er durchschnittlich 60 Grad hat, halb voll. Allerdings ist das eine nicht optimale Verteilung der Wärme im Speicher, wie wir gleich sehen werden. Wenn Sie, ja, Ihrer Tochter sagen, ach, schau doch mal rechtzeitig nach, ob noch ein paar volle Flaschen rumstehen, weil Sie sehen, das Schicksal ja meistens schon ihren Lauf nehmen, dann geht die also noch kurz, bevor sie selber im Delirium landet, durch die Wohnung und sammelt die Flaschen ein und stellt die in die Besenkammer. Das führt dann dazu, dass zwar genauso viel getrunken wird, aber die Verteilung am Ende des Tages oder am Ende der Party so aussieht. Und das entspricht dann einem Pufferspeicher, der zwar oben heiß ist und unten kalt ist, aber in der Mitte haben Sie doch letztendlich ein lauwarmes Mischmasch. Die Durchschnittstemperatur und die Wärmemenge sind gleich. Und nur wenn, ja, Sie dem kleinen Sohn, also dem jüngeren Bruder dieser Tochter sagen, pass mal auf, du kannst die 10 Euro verdienen, schenk du die Flaschen aus und sorg dafür, dass immer erst dann eine volle Flasche aufgemacht wird, wenn die andere leer ist, können Sie erreichen, dass Sie das Ziel bekommen, was Sie wirklich haben wollen, nämlich die Verteilung der Getränke auf die Flaschen mit dem höchsten Nutzen. Was bedeutet, die Verteilung der Wärme im Pufferspeicher muss derart erfolgen, dass der Puffer oben immer heiß ist und unten immer kalt und in der Mitte möglichst wenig warmes Wasser ist. Und wenn Sie das mal übersetzen, dann erkennen Sie Folgendes. Die Größe des Wärmevorrats im Puffer hängt also beileibe nicht davon ab, wie heiß das heiße Wasser ist oder wie kalt das kalte Wasser ist, sondern nur davon ab, wie viel heißes und wie viel kaltes Wasser Sie haben. Ich meine, Sie würden ja auch nicht sagen, dass die Größe Ihres Getränkevorrats davon abhängt, wie voll Ihre vollen Flaschen sind. Sie können dieses Beispiel hier über die Frage, was Nutzen ist, auch auf folgendes Beispiel übertragen. Sie haben also diese 3 Pufferspeicher und in diesen Pufferspeichern befindet sich eine bestimmte Energiemenge, die entspricht dieser gestrichelten Linie hier. Das heißt, Sie wären beispielsweise in der Lage, bei 40 Grad eine Stunde zu duschen. In einem stark durchmischten Speicher stellen Sie allerdings fest, dass die Temperatur des Auslaufes nach kürzester Zeit zu sinken beginnt. Und es ist im Übrigen auch so, dass der Wärmeinhalt der grauen Fläche, die jetzt hier erscheint, exakt die gleiche Fläche ist wie die rechteckige Fläche. Allerdings müssen Sie eben wesentlich mehr Wasser rausholen bei niedriger Temperatur, um die Wärme zu bekommen. Ja, der zweite Speicher schafft das meinethalben 30 Minuten, die geforderte Temperatur zu liefern. Und nur der dritte Speicher mit der wirklich guten Schichtung kommt an die Ideallinie relativ nah ran. Und hier können Sie erkennen, dass eben der Kunde nur bis zu einem gewissen Grade daran interessiert ist, die Wärme zu bekommen. Weil wenn Sie dem hier oben sagen, hör mal, stell dich doch nicht so an, dusch doch einfach doppelt so lange bei der halben Temperatur, dann sehen Sie, was der Nutzen ausmacht. Ja? Wir müssen also gucken, dass wir die Temperatur in einem möglichst kleinen Gebiet des Speichers konzentriert halten. Das entspricht übrigens nichts anderem als der Tatsache, dass wir die Wärme in diesem Gebiet konzentriert halten müssen. Und jetzt kommt die Umkehrung der Geschichte. Es handelt sich nämlich hierbei um ein Phänomen, was die meisten kennen werden und was in der Fachsprache als Schichtung bezeichnet wird. Vielleicht mal eine kurze Frage. Jemand von Ihnen schon mal im Sommer über den See geschwommen? Ja, wer denn? So, und wie ist das am schönsten, ne, wenn man in der Mitte des Sees angekommen ist, wo das Wasser ruhig ist und dann schwimmt man ganz gleichmäßig. Warum? Weil dann kriegt man das warme Wasser schön unter den Bauch. Ne? Warum? Weil in der Mitte, wo der See ruhig ist, schwimmt auch das warme Wasser auf dem See
oben auf dem kalten und ich gehe mal davon aus, dass wir alle gerne in etwas wärmerem Wasser schwimmen. Ich versuche wirklich, das so schnell wie möglich zu beschleunigen. Sie werden mich aber abrufen müssen. Ich sehe das Schicksal kommen. Wir haben also dieses Phänomen der Schichtung ist das Ergebnis der Tatsache, dass Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedliche Dichten hat. Und die Differenz der Dichte ist der Auftrieb. Und so ist es logischerweise so, dass wenn Sie die Rücklauftemperatur aus Ihrer Heizungsanlage heruntersetzen, dieser Dichteunterschied steigt, genauso wie es der Fall ist, dass wenn Sie die Auslauftemperatur Ihrer Wärmequelle erhöhen, ist das ebenfalls der Fall. Es ist übrigens so, dass die hohen Temperaturen hier einen größeren Einfluss haben als die niedrigeren, aber es nützt in der Regel relativ wenig, weil, wie gesagt, die Wärmequellen, Vorlauftemperaturen sind nur selten wirklich beeinflussbar. Denken Sie auch beispielsweise mal an Solaranlagen, da müssen Sie auch letztlich das nehmen, was Sie kriegen. Ja, was baut die Schichtung wieder ab? Die Schichtung ist ein sehr äußerst schwaches Phänomen, weil die Dichteunterschiede eben sehr gering sind und man kann sagen, solange Sie mit sehr geringen Volumenströmen, und da muss man Strömungsgeschwindigkeiten zugrunde legen, von unter 0,1 Meter pro Sekunde, das ist also wirklich ganz langsam, das sind 10 Zentimeter pro Sekunde, belasten die Schichtungen in ihrem Speicher kaum, aber sobald sie diese Grenze überschreiten, kippt der Speicher um, das heißt, alles vermischt sich, das Heiße mit dem Kalten, und Sie sehen, die Folge davon ist, Sie fahren zwar mit heißem Wasser in den Speicher rein, kommen aber mit nicht mehr ganz so heißem Wasser raus und hier fahren Sie mit kaltem Wasser rein und kommen ebenfalls mit nicht so ganz so kaltem Wasser raus. Das heißt also, das System verlangt, damit Sie die Wärme transportiert bekommen, das ist ebenfalls ein Naturgesetz, verlangt dafür, dass die Wassermenge erhöht werden müssen, weil Sie mit der Wassermenge nicht mehr so viel Energie transportieren. Bedeutet, dass der Pufferspeicher eigentlich immer schlechter wird, die Schichtung geht immer weiter kaputt. Und vor allen Dingen, was noch sehr tragisch ist, diese Vermischung ist irreversibel, wie der Physiker sagt, Sie können das nie mehr rückwärts machen. Ja? Also wenn Sie hier zwei einmal Wasser haben, einen heißen und einen kalten, ist die Zeit um? Ja. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu sagen, schauen Sie sich das Thema effiziente Wärmespeicherung bei uns am Stand an. Und dann werden Sie auch erkennen, dass der geschichtete Pufferspeicher Ihnen nicht nur ein Höchstmaß an der Fähigkeit gibt, Wärme aufzunehmen und abzugeben, sondern es kommt noch was anderes hinzu. Der zweite Teil des Titels lautete ja Regelung. In dem Maße, wie der Puffer gut geschichtet ist, können Sie durch die Positionierung der Fühler nämlich sehr gut die Prioritäten der Steuerung festlegen, was ja beim BHKW ganz entscheidend ist. Sie wollen, dass das BHKW zuerst Wärme produziert und dann erst der Kessel. Und das geht mit einem entkoppelten Regelsystem dann, wenn der Speicher geschichtet ist. Herzlichen Dank. Noch so eine kleine Anmerkung. Unser Vorstand hat uns als Moderatorenteam eben auf die Füße getreten, weil wir wollten schon früher abbrechen, aber sie haben noch etwas extra Zeit gekriegt. Und was noch hinzuweisen ist, Schichtung ist wirklich ein ganz extremes oder ein ganz wichtiges Thema im Speicherbetrieb für BHKWs, weil wir fahren ja alle Brennwert oder auch für Thermen, Brennwertthermen, und da ist es wichtig, oben muss es sehr heiß sein und unten muss es arschkalt sein, weil dann haben wir einen richtig schönen Brennwert, weil die Kälte die Wärme aus dem Abgas zieht. Da ist der richtige Ansprechpartner. Dankeschön. Ja? Herzlichen Dank. Gehen Sie auf den Kaffee vorbei. Sie können das mit dem Kaffee und der kalten Milch auch mal ausprobieren, mit der Schichtung, ob das klappt, oder mit alkoholischen Getränken. Beziehungsweise auch Regelungstechnik. Vorlesungen werden sicher sehr spannend, wenn man sie mit alkoholischen Getränken verbindet. Wir haben... Eindeutig.